Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guten Tag. Wir sitzen hier gerade im Auto und draußen regnet es auf jeden Fall schön. Wir besetzen heute Fische und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Liken und abonnieren, Glocke aktivieren und ich würde sagen, let's go. In diesen Behältern, genannt GSK-Behälter, wo unten hier auch ein Wasserauslass ist, damit das hier alles rausfließen kann, sind die Fische drin. Und damit die Fische auch während der Fahrt genug Sauerstoff kriegen, ist das hier mit so einer Sauerstoffflasche geregelt. Und hier sieht man dann halt, wie viel Sauerstoff ankommt oder auf welcher Leitung Sauerstoff drauf ist. Und das kommt dann durch diese kleinen Röhren hier durch und in diesen Röhren sind ganz kleine Löcher, die man mit dem Auge, die ich jetzt mit dem Auge aber gar nicht sehen kann. In dem Auto, wo die Fische transportiert werden, ist auch eine Sonderanfertigung. Erkennen kann man eigentlich hier dran, dass das hier so dick ist und das ist halt ein Kühlauto und damit werden auch geschlachtete Fische transportiert. Also nicht nur Fische besetzt, so wie wir es gerade machen, sondern auch geschlachtete Fische. Und hier ist jetzt noch Sauerstoff drauf, oder was? Nee, da ist jetzt kein Sauerstoff mehr drauf, wenn ihr guckst, wenn ich jetzt hier Sauerstoff drauf mache, du kannst es hier regulieren. Also das ist dann dieser kleine Punkt und der genau, zeigt dann an. Genau, wie viel Sauerstoff, Liter die Minute. Ach, die Minute, Liter die Minute. Genau. Und das hier ist... Das ist praktisch der Hauptsauerstoff. Das ist verteilt das in die einzelnen Behälter. Durch diese schwarzen Röhren da. Richtig. Und wie viele Fische können hier mit so mit diesen... Mit einem so einem Kanister, halt ungefähr? Unterschiedlich, was für Fische du hast. Zander und Hecht und so weiter, weil die halt eine sehr raue Oberfläche haben, die verletzen sich gerne gegenseitig und dann werden die Augen blind. Mhm. Da kannst du maximal 50 Kilo reinmachen und so kannst du in der Regel so um die maximal 100 Kilo reinmachen, wenn du nicht allzu weit fährst. Und das Wasser, wird das noch besonders gekühlt oder so? Oder? Nö, das ist das Wasser, wo sie drin schwimmen, das ist aus der Eder. Aus der Eder, Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen vom Fischbesatz und ja, somit würde ich sagen, schaut gerne bei den anderen Videos und Touren vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder zur Natur oder zu irgendwas anderem geht. Der Wind ist auf jeden Fall noch da, aber der Regen hat sich verzogen, die Sonne ist rausgekommen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.